Hi zusammen, ich bin der Marco, professioneller Tierfilmer und Dokumentarfilmproduzent und das hier sind eure Fragen. Der gute Tom fragt, gibt sowas wie einen ungeschriebenen Kodex bezüglich No-Gos, in Klammern anlocken, stören oder ähnliches? Ja, lieber Tom, das ist eine sehr gute Frage. So abgesehen von den normalen Regeln, die natürlich auch ihr Tierfilmer einhalten müssen, wie zum Beispiel respektvollen Umgang in der Natur, keinen Müll liegen lassen, so wenig wie möglich stören und so weiter, was aber eigentlich für jeden in der Wildnis irgendwie selbstverständlich sein sollte, gibt es so ein paar Dinge, die meiner Meinung nach für die Naturfilmer schon so eine Art Richtlinien sind. The code is more what you'd call guidelines than actual rules. Und die man tatsächlich auch als Kodex bezeichnen könnte. Zum Beispiel geht natürlich das Tier wohl immer einer Aufnahme vor. Das bedeutet, Aufnahmen, die ein gewisses Risiko für irgendein Tier darstellen, sind eigentlich von Anfang an tabu. Auch gehört es dazu, dass man Tiere erst dann filmt und ihnen quasi erst dann nachstellt, wenn man etwas über das Tier weiß. Und wenn man es natürlich in Anbetracht von Störungsanfälligkeit auch vertreten kann. Dazu gehört vorab natürlich immer viel Recherche, sehr viel Erfahrung und auch immer eine gewisse Rücksprache mit fachkundigen und ortskundigen Personen. Einer der wichtigsten, und ich finde, da passt das Wort Kodex schon ziemlich genau, verstehen leider viele da draußen nicht und da müssen wir Tierfilmer uns leider immer wieder üblen Beschimpfungen aussetzen. Dieser Kodex lautet: beobachten und dokumentieren, aber niemals eingreifen. Niemals. Damit ist zum Beispiel gemeint, wenn man gerade Zeuge geworden ist von einer brutalen Szene, in der ein Jäger, ein Raubtier, ein Opfer gerissen hat, dass man da niemals eingreift. Nie. Denn es ist Natur und da haben menschliche, spontane Sympathiegefühle nichts zu suchen. Wir als Menschen und Beobachter sind in diesem Augenblick nicht Teil der Szenerie und auch nicht für die uns vorkommende Ungerechtigkeit verantwortlich. Die Natur regelt solche Dinge halt auf ihre Art und Weise, auch wenn uns als Menschen im Augenblick ein bisschen die Objektivität und die Erkenntnis dazu fehlt. Ja, lieber Tom, ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten, wenigstens so ein bisschen. Und wenn ihr da draußen noch weitere Fragen habt, dann bitte zögert nicht und schreibt sie mir via Privatnachricht. Jetzt wünsche ich euch guten Anblick, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.